Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Let's Talk-Runde. Auch heute wieder ein Gast dabei. Ganz kurz, bevor es auf unseren heutigen Gast zu sprechen kommt, zunächst einmal nochmal wieder ein paar Infos. Let's Talk ist ein Format vom Verein Chance Azubi. Und Chance Azubi kennen bestimmt viele von euch bereits. Das ist ein Verein, der ist zur Berufsorientierung gegründet worden im April 2011. Ja, wir hatten 12 Standorte, wo eben im gesamten Wiese-Ems-Gebiet auch Ausbildungsmessen stattgefunden haben bisher. Leider wisst ihr ja, aufgrund der aktuellen Situation ist das nicht mehr möglich. Und daher haben wir uns überlegt, eben dieses Let's Talk-Format ins Leben zu rufen, sodass ihr eben von zu Hause aus euch einschalten könnt und euch Beiträge von Ausbildungsbetrieben zu deren Ausbildungsmöglichkeiten mal anschauen könnt. Ja, inzwischen sind über 300 Ausbildungsbetriebe an Bord im Verein Chance Azubi und heute habe ich davon auch einen Gast dabei. Herzlich willkommen, Frau Heep. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, ich übergebe direkt das Wort an Sie Super. und Danke. dann komme ich am Ende wieder dazu. Dann können wir dann noch offene Fragen klären. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich bin Lisa Heep, Schulleitung für den Bereich Kosmetik an der Ludwig-Fresenius-Schule hier in Leer. Und ich werde heute unsere Ausbildungsangebote der Ludwig-Fresenius-Schule vorstellen und habe dafür eine kleine Präsentation. So, erstmal allgemein vielleicht zur Ludwig-Fresenius-Schule, wer sie jetzt noch nicht kennt. Also wir haben mehr als 80 Schulen in ganz Deutschland verteilt an verschiedenen Standorten und bilden in verschiedenen Bereichen aus. Dazu gehören vor allem Therapie und Wellness sowie Pflegebereich, aber auch der medizinische Bereich mit der Physio- und Ergotherapie oder aus dem Bereich Labor, PTA, BTA sowie aus der Technik und der Wirtschaft und dem Tourismus. Also wir sind sehr breit gefächert, haben ein breites Angebot an Ausbildung und ich vertrete heute die Ludwig-Fresenius-Schule aus Leer. In Leer haben wir insgesamt vier Ausbildungsangebote. Darunter fällt die Ausbildung zum Ergotherapeut bzw. Ergotherapeutin, Physiotherapeut oder Therapeutin, Kosmetiker oder Kosmetikerin. Und neuerdings auch die Pflegefachkraft, jetzt seit letztem Jahr dazugekommen, was ehemals die Altenpflege war. Genau, erstmal zur Ergotherapie. Was macht ein Ergotherapeut? Was bedeutet eigentlich Ergotherapie? Es geht darum, Menschen bzw. Patienten zu unterstützen, bei bestimmten Betätigungen wieder in die Selbstständigkeit zurückzufinden, sowohl im kognitiven, psychischen Bereich als auch im motorischen Bereich. Dadurch soll wieder gewährleistet werden, dass diese Menschen auch an der Gesellschaft teilnehmen und größtmöglichst eben selbstständig funktionstüchtig sind. Wie ist die Ergotherapie bei uns? Also hier sehen Sie auch immer ein paar Einblicke. Ein paar Fotos habe ich immer mit in die Präsentation genommen und die sind auch direkt von unserer Schule gemacht. Also als Ergotherapeut kann man mit verschiedenen Altersklassen zusammenarbeiten, mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder auch älteren Menschen. Man kann sich da auch nochmal festlegen. Und ja, wie ich das gerade schon beschrieben habe, hilft man besonders erkrankten Patienten, kranken Menschen wieder in die eigene Selbstständigkeit zurückzufinden, zum Beispiel einem Schlaganfallpatienten Techniken beizubringen, mit denen er sich wieder selbstständig anziehen kann oder auch selbstständig Treppe laufen kann. Also solche alltäglichen Sachen sollen wieder erlernt werden. Und das macht die Ergotherapie mit vielen Materialien. Also Ergotherapie bedeutet immer die Funktionsfähigkeit des Handelns wieder zu erlangen. Das geht zum Beispiel über verschiedene Materialien wie Holz oder Paddingrohr. Da habe ich gleich auch noch ein paar Beispiele. Und darüber sollen die Menschen wieder erlernen, was für uns vielleicht alltäglich ist, also den gesunden Menschen alltäglich ist.
Die Ausbildungsinhalte bei uns sind Krankheitslehre. Wir haben Teile aus der Psychologie, die auch wichtig sind, aus der Prävention und der Rehabilitation. Wir haben auch Gesetzeskunde, weil man auch im medizinischen Bereich die Gesetzeskunde braucht, um in diesem Bereich zu arbeiten. Wir haben natürlich Biologie, Anatomie und Physiologie. Da fällt dann auch immer ein bisschen Latein mit drunter, was bei der Physiotherapie allerdings noch mehr ist. Da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Und wir lernen natürlich Methoden der Ergotherapie, was ist Ergotherapie und welche Behandlungsverfahren verwende ich in der Ergotherapie. Wie ich das gerade eben schon gesagt habe, gibt es verschiedene Materialien, mit denen man arbeitet. Darunter fällt auch Ton, Holz, Pappe und Papier mit Pedicure, das sieht man hier unten auch abgebildet, da wird dann etwas geflochten oder eben auch mit Stoffresten, mit allen möglichen Dingen, die der Mensch vielleicht auch im Alltag schon, an denen der Mensch im Alltag schon Interesse hat, was schon vorher eine Gewohnheit war. Auch Stricken gehört dazu. Das soll dann einfach bestimmte Bewegungsabläufe wiederherstellen. Das sind die Arbeitsbereiche von Ergotherapeuten. Also die Arbeitsbereiche sind sehr vielfältig und man kann in viele Bereiche reingehen, zum Beispiel in Krankenhäuser, Reha-Kliniken. Man kann auch in verschiedene Wohnheime, Behindertenheime, Tageskliniken oder auch Strafanstalten, um da als Ergotherapeut zu arbeiten. Jetzt eine kleine Übersicht über unsere Ausbildung. Die Ausbildung dauert bei uns 3 Jahre. Sie verläuft sowohl in Theorie als auch in der Praxis. Also wir haben hier auch viele Praxiswerkräume. Da wird dann mit Holz gearbeitet, da wird Holz gesägt. Wir haben Tonöfen hier, da wird Ton hergestellt, da wird dann mit Ton gearbeitet und sehr viel praktisch auch gearbeitet. Die Ergotherapieausbildung ist sozusagen 50-50 Theorie und Praxis gegliedert, genauso wie die Physiotherapie und die Kosmetik bei uns. Außerdem werden Praktika gemacht, also die Ergotherapie erfordert auch eine praktische Ausbildung außerhalb der Schule. Da arbeiten wir mit verschiedenen Kooperationsbetrieben zusammen, wo sie dann später ihre Ausbildung hoffentlich machen können. Am Ende findet eine staatliche Prüfung statt. Also wir sind ein privater Bildungsträger. Das habe ich eingangs ein bisschen übersprungen. Ein privater Bildungsträger sind allerdings in allen Bereichen staatlich anerkannt. Bedeutet, es findet am Ende eine staatliche Prüfung statt. Und das Land Niedersachsen oder die Landesschulbehörde segnet diese Prüfung dann auch ab. Was sind die Voraussetzungen für die ergotherapeutische Ausbildung? Sie benötigen mindestens einen mittleren Schulabschluss oder eben ein Abitur. Dann sollte das 15. Lebensjahr vollendet sein und es ist ein gesundheitliches Attest notwendig, dass Sie als Ergotherapeut später auch arbeiten können, dass Sie gesundheitlich dazu in der Lage sind. Dann ist noch ein Impfschutz erforderlich, also ein gültiger Impfausweis mit allen Standardimpfungen, die vorgelegt werden müssen am Anfang der Ausbildung. Und unser Schulleiter der Ergotherapie empfiehlt ein Vorpraktikum im ergotherapeutischen Bereich, damit man sich einfach schon mal ein bisschen informiert hat und ungefähr weiß, was auf einen zukommt und sich schon vorab Gedanken gemacht hat über die Berufswahl. Wenn Sie sich für die Ergotherapie interessieren, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie sich bei uns bewerben. Dieses Jahr, muss ich sagen, sind für die Ergotherapie keine Ausbildungsplätze bei uns mehr zu haben. Es ist so, dass die Ergotherapie und die Physiotherapie seit 3 Jahren schulgeldfrei sind. Das heißt, wir haben seitdem einen sehr großen Zulauf und die Ergotherapie ist dieses Jahr schon voll. Für nächstes Jahr sind aber noch freie Ausbildungsplätze vorhanden. Wenn Sie Interesse haben, dann können Sie sich bei uns online bewerben und dann wird noch ein Eignungstest gemacht. Derzeit online, aber bis dahin hoffentlich auch wieder in Person. So, für die Ausbildung der Physiotherapie sage ich gleich, hier sind noch freie Plätze zur Verfügung. Da können Sie sich gerne auch für 2021 im August bewerben. Physiotherapie und Ergotherapie sind relativ ähnliche Bereiche, wobei man sagen muss, dass die Physiotherapie mehr darauf abzielt, die Funktionen und die motorischen Fähigkeiten eines Patienten wiederherzustellen. Da bedient sich die Physiotherapie vor allem an sportlichen Geräten,
an Bällen, an verschiedenen Springseilen, an ja, Übungsmaterial aus der Sporttherapie. Da werden Sachen eingesetzt, um eben die Motorik der Patienten wiederherzustellen. Es sind weniger Materialien wie Holz und es ist auch weniger der kognitive Bereich, sondern eher der motorische, orthopädische Bereich. Auch nochmal ein kleiner Einblick direkt quasi aus unserer Schule mit einem kleinen Foto. Auch hier in der Physiotherapie kann man alle Altersklassen behandeln, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, aber auch ältere Leute. Da gibt es auch wieder Spezialisierungen, die man noch machen kann. Und es geht darum, eben die Funktionsfähigkeit der Menschen wiederherzustellen. Beispielsweise ist das besonders auch bei Profisportlern oft der Fall, dass sie Verletzungen haben an Schultergelenk, an ein Bänderriss, verschiedene Brüche und dass sie danach einfach eine besondere Betreuung brauchen, um eben wieder voll bewegungsfähig und einsetzbar zu sein. Genauso gibt es auch die jüngeren kleinen Kinder, die vielleicht auch Entwicklungsverzögerungen zeigen in ihrer Motorik, vielleicht nicht so schnell laufen können, wie es eigentlich, sage ich mal, normal wäre oder wie man es erwarten würde und die dann eben auch noch Unterstützung brauchen und das geht dann auch eben über Physiotherapie. Aber auch ältere Patienten, die zum Beispiel Rheuma haben, Arthrose, da soll auch gewährleistet werden, dass der Alltag möglichst schmerzfrei funktioniert und möglichst selbstständig. So, Ausbildungsinhalte bei uns sind insbesondere die Bewegungslehre, also alles, was mit Bewegung und Fortbewegung zu tun hat, physiotherapeutische Behandlungs- und Untersuchungsverfahren, also auch eine Befunderhebung gehört dazu, die immer am Anfang jeder Behandlung steht. Man guckt erstmal, was ist eigentlich passiert. Sollte jetzt jemand kommen, der zum Beispiel einen Motorradunfall hat und den Arm nicht mehr richtig bewegen kann, wird erstmal geguckt, in welchem Grad dieser Arm sich eben nicht mehr bewegen lässt. Das wird alles dokumentiert, mit verschiedenen Methoden analysiert und daraufhin wird eben ein Behandlungskonzept erstellt. Zur Physiotherapie gehört natürlich auch die Anatomie und Physiologie. Da ist auch ein bisschen Latein wieder gefragt, dass man ja auch die Begriffe dann am Ende kann. Spezielle Krankheitslehre, Psychologie, Pädagogik, Soziologie und natürlich die Prävention und die Rehabilitation, um insbesondere dann auch vielleicht in Reha-Zentren später eingesetzt zu werden. Damit komme ich auch schon gleich auf die Arbeitsbereiche von Physiotherapeuten. So wie in der Ergotherapie auch, kann man in Krankenhäusern, in Reha-Zentren, in Kurzentren eingesetzt werden, in verschiedenen Praxen für Physiotherapie. Es gibt ja auch speziell für Kinder, speziell für Schwangere oder auch gebärende Frauen Physiotherapie-Praxen, die dann darauf ihren Schwerpunkt gelegt haben, Beckenbodentraining zu machen oder aber auch die ältere Generation für Physiotherapie oder eben die Sportphysiotherapie. Fitness-Sporteinrichtung, da ist der nächste Punkt. Altenheime oder Behinderteneinrichtung kann man natürlich auch arbeiten. Und genauso auch in der Ergotherapie kann man seine eigene Praxis aufmachen, wenn man die Ausbildung absolviert hat und kann sich natürlich selbstständig niederlassen. Jetzt nochmal genau wie bei der Ergotherapie eine kleine Übersicht über die Physiotherapie. Auch diese Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre und ist in Theorie und Praxis unterteilt. Wir haben auch hier wieder schöne Praxisräume, eine große Gymnastikhalle, die insbesondere von den Physiotherapeuten genutzt wird, da eben auch viel Sport auf dem Programm steht. Und das Lernen auch häufig durch die Selbsterfahrung erfolgen soll. Also das bedeutet, dass sie viel mit ihren Mitschülern und auch direkt an ihren Mitschülern arbeiten. Dann erfolgt ein Abschlussexamen nach diesen 3 Jahren und sie dürfen sich Physiotherapeut nennen oder Physiotherapeut. Die Zugangsvoraussetzungen sind auch hier wieder die mittlere Reife, also der Realschulabschluss oder das Abitur. Und sie müssen auch hier ein gesundheitliches Attest nachweisen. Dann komme ich zu meinem Bereich, also da bin ich die Schulleitung für den Fachbereich Kosmetik. Wir haben hier die Kosmetikausbildung mit einer Zusatzqualifikation der Visagistik
Und es geht darum, das äußere Erscheinungsbild zu verbessern, zu erhalten oder eben auch wiederherzustellen in Form von bestimmten Behandlungskonzepten. Genau, also was mache ich als Kosmetikerin? Ich führe Gesichtsbehandlungen durch, auch Aknebehandlungen können unterstützt werden oder bestimmte Hauterkrankungen, wenn jemand an Neurodermitis erkrankt ist oder an Schuppenflechte, dann bin ich dafür da, um dann später diesen Menschen zu helfen, diesen Menschen zu begleiten, eventuell auch mit einem Arzt in Absprache zu sein und bestimmte Gesichtsbehandlungen durchzuführen. Es geht natürlich auch um den Entspannungseffekt. Also hier werden auch viele Körpermassagen durchgeführt, um einfach für das Wohlbefinden der Leute zu sorgen. Oder es kann eine Maniküre und Pediküre durchgeführt werden. Die Pediküre ist rein kosmetisch. Es gibt auch noch die medizinische Fußpflege. Die wird bei uns nicht angeboten. Die ist nicht in der staatlich geprüften Kosmetikausbildung dabei. Das wäre dann die Ausbildung zur Podologin. Unsere Ausbildungsinhalte erstrecken sich auch in Theorie und Praxis. Also wir haben auch 50-50 Theorie- und Praxisinhalte. Wir haben zwei große Praxisräume, einen Praxisraum mit Fußpflege und Handpflege und einen Praxisraum für Gesicht- und Körperbehandlung. Wir führen also Gesichtsanalysen oder auch Hautanalysen durch, gucken, wie ist der Ist-Zustand und was möchte gerne der Kunde oder die Patientin und wie können wir das erreichen über eine Gesichtsbehandlung. Dann muss ich natürlich gucken, welche kosmetischen Diagnosen kann ich jetzt stellen, wie kann ich am besten die Kundin oder den Kunden reinigen und pflegen und welche Spezialbehandlung kann ich zum Beispiel durchführen. Darunter würde dann fallen, Mikrodermabrasion, also einfach mit kleinen Schleifgeräten die Haut abschleifen, um dadurch einfach ein verbessertes Hautbild zu bekommen, die Durchblutung anzuregen, die Kollagensynthese, also gegen Falten quasi in den Anti-Aging-Bereich zu gehen. Oder es gibt dann auch noch Fruchtsäurebehandlungen, die häufig eher im Winter durchgeführt werden, weil das auch eine Schälmethode ist, um einfach die Zellen zu erneuern und zu gucken, okay, welche Zellen oder welches Hautbild ist da drunter, um einfach die erste Schicht quasi so ein bisschen abzunehmen. Dann ist auch noch Bestandteil betriebswirtschaftlich handeln. Also es geht darum zu gucken, wie kann ich mich später als Kosmetikerin auch selbstständig machen. Also es gibt auch BWL-Inhalte und natürlich Kommunikationsgrundlagen, damit man auch seine Kunden später betreuen und Verkaufsgespräche durchführen kann. Außerdem erfolgt eine gesundheitsorientierte Beratung und wir gucken uns ein bisschen an, wie die Ernährung mit der Haut zusammenhängt oder welche Einflüsse es noch für die Haut gibt, wie man noch gesundheitsorientiert beraten kann. Arbeitsbereiche von Kosmetikerinnen. Häufig arbeiten sie in Kosmetikinstituten, können sich natürlich auch selbstständig machen. Man kann natürlich auch in Spa- oder Wellnesshotels arbeiten, in Hautarztpraxen, was auch immer mehr Zulauf findet. Das muss ich auch hier noch einmal betonen. Also es geht immer mehr in den medizinischen Bereich. Das Interesse ist immer größer, was die medizinische Kosmetik angeht. Und es ist auch immer mehr möglich, was ich persönlich ganz schön finde, weil das wertet meiner Meinung nach den Beruf auch sehr auf. Dann natürlich noch Parfümerien. Kureinrichtungen oder eben in der Kosmetikindustrie, indem man Produkte vertreibt, die Kosmetikprodukte vertreibt. So, einmal auch eine kleine Übersicht über die Ausbildung bei uns. Die Kosmetikausbildung bei uns kostet ein bisschen Geld, da wir ein privater Bildungsträger sind und wir leider nicht staatlich gefördert werden, sondern hier muss man noch Geld bezahlen. Wir sind nicht schulgeldfrei wie Physio- und Ergotherapie. Die Kosmetikausbildung kostet 140 Euro monatlich und erstreckt sich über 2 Jahre, wobei das erste Jahr voll schulisch ist und das zweite Jahr ein externes Praktikum vorsieht. Dieses externe Praktikum ist dann an 2 Tagen in der Woche und Sie sind noch 3 Tage in der Woche in der Schule. Die Ausbildung erfolgt auch in Theorie- und Praxisanteilen. Und wir machen viel Lernen durch Selbsterfahrung, indem wir eben die Schüler sich gegenseitig behandeln lassen, was dann hoffentlich, wenn Corona wieder ein bisschen abgeflacht ist, auch wieder möglich ist. Am Ende erfolgt eine staatliche Prüfung, also wir sind staatlich anerkannt und Sie dürfen sich später staatlich geprüfte Kosmetikerin oder eben Kosmetiker nennen.
Die Zulassungsvoraussetzung hierfür, mindestens der Hauptschulabschluss sowie eine gesundheitliche Eignung, genau wie bei der Ergo- und Physiotherapie. Wir haben hier die Zusatzqualifikation mit der Visagistik. Da bieten wir 240 Unterrichtsstunden in speziellen Schminktechniken, Hairstyling und Grundlagen der Maskenbildnerei an, sodass Sie später sagen können, okay, ich interessiere mich vielleicht für Film, für Fernsehen, möchte da gerne arbeiten oder möchte gerne ans Theater als Make-up-Artist arbeiten. Dann haben Sie da auch die Chance, weil Sie in allen drei Bereichen ausgebildet werden und viele Sachen lernen, die Maskenbildner lernen, zum Beispiel Glatzen kleben, Altraffen, Horror-Make-up machen und allerlei mehr. Die Kosten für diese Zusatzqualifikation liegen bei 1440 Euro, das heißt 60 Euro monatlich, sodass wir mit der Kosmetikausbildung zusammen bei einer 200-Euro-Rate im Monat wären. Es erfolgt am Ende eine Abschlussprüfung für die Visagistik. Da werden Sie dann beziehungsweise Modelle fertig machen, Modelle schminken. Die werden dann professionell fotografiert und Sie bekommen eine Mappe von uns mit den Fotos und können sich dann mit dieser Mappe bewerben. Das ist immer sehr schön. Die Schüler freuen sich da mal sehr drüber. Jetzt komme ich zum letzten Ausbildungsberuf bei uns. Der ist relativ neu. Bedeutet, es war vormals Altenpflege, das wurde jetzt geändert und in eine generalistische Pflegeausbildung abgewandelt. Da geht es darum, die Menschen, also kranke Menschen in allen Versorgungsbereichen zu pflegen und es geht darum, dass jetzt Kranken, Kinderkranken und Altenpflege zusammengelegt wurden. Vormals war das bei uns nur die Altenpflege, die hier angeboten wurde. Und jetzt sind es alle drei Bereiche für die ersten zwei Ausbildungsjahre. Dann kann man sich spezialisieren in einen der drei Bereiche, wenn man das möchte. Oder man kann allgemein die Generalistik fortsetzen und dann die dreijährige Ausbildung da machen. Was macht man in dieser Ausbildung? Was bedeutet Pflegeausbildung? Also ich habe schon ein bisschen was über den medizinischen Bereich erzählt. Als Pflegefachkraft unterstützt und hilft man erkrankten oder hilfebedürftigen Menschen. Man kann Pflegemaßnahmen planen und auf ärztlichen Rat umsetzen. Man achtet auf die richtige Medikamenteneinnahme, misst den Blutdruck, kann den Puls überprüfen oder auch Verbände und Wundversorgung machen. Und man arbeitet natürlich mit pflegerischen Hilfsmitteln und kann diese auf ärztlichen Rat eben umsetzen. Was sind die Ausbildungsinhalte? Also es geht auch wieder um Anatomie, Physiologie. Es geht um Pflegemaßnahmen, es geht um eine Befunderhebung und eben um Pflegestrukturen, Hygieneumsetzung, medizinische Diagnose und Umsetzung von bestimmten Behandlungskonzepten und aber auch um das Medizinrecht. Und hier sieht man anhand der Grafik noch einmal, wie das jetzt aufgebaut ist. Also es ist so, dass die ersten zwei Jahre der Pflegeausbildung eben generalistisch ablaufen und zusammengefasst sind, also allgemein unterrichtet werden. Und im dritten Ausbildungsjahr kann man sich eben für eine bestimmte Richtung, kann man sich orientieren und sagen, ich möchte in die Altenpflegerichtung oder ich möchte in den Kinderkrankenpflegebereich. Oder man verbleibt in der Generalistik und lässt sich zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau ausbilden. Hier ist die Besonderheit bei dieser Ausbildung, das haben wir bei unseren anderen Ausbildungen nicht. Hier ist die Besonderheit, dass man einen Ausbildungsvertrag mitbringen muss, um zu dieser Ausbildung zugelassen zu werden. Bedeutet, Sie schließen einen Ausbildungsvertrag mit einer Pflegeeinrichtung zum Start Ihrer Ausbildung. Dann können Sie zu uns an die Schule kommen und bekommen natürlich von der Pflegeeinrichtung eben auch eine Ausbildungsvergütung. Die Ausbildung ist genauso wie die Physiotherapie und die Ergotherapie schulgeldfrei. So, und hier sehen wir jetzt noch mal einmal eine Übersicht über die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Insgesamt dauert die Ausbildung bei uns auch 3 Jahre. Es gibt eine Ausbildungsvergütung, da sie dual ist und auch in den Einrichtungen stattfindet, nicht nur bei uns an der Schule. Wir bilden auch in Theorie und Praxis aus. Also wir haben auch sehr
schöne Praxisräume hier bei uns an der Schule. Für jeden Ausbildungsbereich, den wir anbieten, haben wir sehr viel Praxismaterial vor Ort und können so auch immer den praxisnahen Bezug garantieren. Wir lernen auch in der Pflegeausbildung durch Selbsterfahrung. Das bedeutet, die Schüler üben viel aneinander und haben so einen ja, sehr großen Praxisbezug. Der Abschluss ist eine staatliche Prüfung, die am Ende erfolgt und dann dürfen Sie sich staatlich geprüfte Pflegefachfrau oder staatlich geprüfter Pflegefachmann nennen. Die Zugangsvoraussetzung für diese Ausbildung ist mindestens der Realschulabschluss und eine gesundheitliche Eignung, wie auch bei der Physiotherapie und der Ergotherapie. So, jetzt war ich ein bisschen schnell. Am Ende gibt es von meiner Seite aus nur zu sagen, dass ich mich bedanke für Ihr Interesse, dass Sie zugehört oder eingeschaltet haben. Da freue ich mich, wenn wir uns vielleicht mal persönlich hier in der Schule sehen und Sie sich für eine Ausbildung von uns interessieren. Sie können natürlich auch immer zu unseren Infonachmittagen kommen. Die machen wir derzeit auch online, aber ich glaube, dadurch, dass Corona jetzt ja ein bisschen abebbt, Gott sei Dank, dass wir sie auch bald wieder hier vor Ort machen können. Ich hoffe es. Dann würde ich mich sehr freuen. Ansonsten können Sie auch einmal bei uns reinschnuppern und eine Schnupperstunde machen. Dafür können Sie unter der angezeigten Telefonnummer anrufen oder sich direkt auf unserer Homepage online für unsere Ausbildung bewerben. Wir freuen uns auf Sie und hoffen, dass wir Ihr Interesse ein bisschen geweckt haben. Dankeschön fürs Zuhören. So, hallo. Da bin ich wieder. Das nehme ich mal als mein Stichwort. Ja, das ist ja wirklich ein sehr vielfältiges Angebot. Fand ich sehr interessant, mir das mal so anzuhören. Interessant, dass das so unterschiedlich ist mit der Finanzierung, ne? Also, dass einiges doch noch selbst bezahlt werden muss, aber eben auch teilweise das inzwischen nicht mehr der Fall ist. Also, spannende Geschichte auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, Sie haben ja auch über die Bewerbungsverfahren so ein bisschen gesprochen. Wie funktioniert denn genau so ein Auswahlprozess? Also wenn ich mich als Schüler jetzt bewerbe, nach welchen Kriterien funktioniert das Ganze bei Ihnen im Haus? Also die Schüler bewerben sich ja in der Regel erstmal online. Dann wird erstmal geguckt, erfüllen Sie die offiziellen Zugangsvoraussetzungen, also haben Sie eben einen Hauptschulabschluss in der Kosmetik oder eben einen Realschulabschluss in den anderen drei Bereichen, die wir anbieten. Und wenn das der Fall ist, dann wird es weitergeleitet an die zuständigen Schulleiter für die Fachbereiche und die führen ganz individuelle Eignungstests oder eben nur Gespräche. Bei mir in der Kosmetik ist es so, dass ich derzeit alles online mache, mich mit den Bewerbern oder den Interessenten eben online zusammensetze und treffe und einfach ein ganz entspanntes Gespräch führe und ein bisschen was über unsere Kosmetikausbildung nochmal erzähle. Und dann ist das meistens auch schon getan. In der Ergotherapie ist es so, dass wirklich auch ein Test gemacht wird. Also es gibt eine kleine Aufgabe. Die Schüler kommen hier auch noch gerade her und sind vor Ort im Zweiergespräch, aber mit Abstand und Maske und natürlich allen Regeln, die wir einhalten müssen. Und dann wird ein kleiner Eignungstest gemacht. Es gibt immer so 2, 3 Aufgaben, wo vielleicht auch ein bisschen was gebastelt wird, um einfach zu gucken, wie sind da so die Fähigkeiten? Hat derjenige schon so ein bisschen ergotherapeutische Kenntnisse? Und ja, in der Physiotherapie läuft das ähnlich zur Ergotherapie. Und in der Pflege muss zuerst ein Ausbildungsvertrag vorgezeigt werden, bevor die Schüler sich bewerben. Genau, das hatten Sie eingangs ja auch schon so berichtet. Genau. Wie ist das denn, wenn ich jetzt im Bereich der Pflege tatsächlich einen Ausbildungsplatz habe, habe ich dann definitiv auch bei Ihnen einen schulischen Platz? Wenn hier noch nicht voll ist, ja. Also es kommt natürlich immer darauf an, ist die Klasse voll oder nicht. Und wenn die Klasse noch nicht voll ist und Sie haben aber einen Ausbildungsvertrag, dann können Sie sich hier sozusagen einschreiben, sag ich jetzt mal. Super, okay. Ja, das mit der Pflege ist ja jetzt ganz neu. Also die wird ja jetzt auch sehr gefördert vom Staat, was ich auch persönlich sehr schön finde, weil die Pflegeberufe ja immer nicht so nachgefragt waren. Und es ist tatsächlich so, seit es eben diese Ausbildungsvergütung gibt und das Schulgeld frei ist, ist die Nachfrage natürlich viel höher,
weil das Interesse einfach viel größer ist. Außerdem ist es über die Generalistik ein bisschen größer, weil es einfach erstmal offen bleibt, ob man jetzt in die Kinderkrankenpflege möchte oder in die Altenpflege. Man kann sich da in den ersten 2 Jahren festlegen, muss es aber nicht gleich zu Beginn tun. Und ich glaube, das eröffnet einfach vielen Schülern die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bleibe erstmal ganz offen, ich fange die Ausbildung an und dann gucke ich eben, was interessiert mich am meisten. Und man muss nicht sofort sagen, ich gehe jetzt in die Kinderkrankenpflege oder ich gehe in die Altenpflege, sondern man bleibt einfach so ein bisschen flexibel und das finde ich ganz schön. Ja, das glaube ich auch, dass das vielen Schülern das Ganze einfacher macht, ne? Sich erstmal grundsätzlich für den Bereich zu entscheiden und dann im Laufe der Zeit zu gucken, wo setze ich meinen Schwerpunkt, ja. Ja. Was ich Sie noch mal fragen wollte, wie ist denn Ihr Werdegang? Also Sie sind jetzt Schulleitung für den Bereich Kosmetik. Wie sind Sie denn da hingekommen? Weil das ist ja auch schon ein bisschen was Besonderes so, ne? Ja, tatsächlich ist es das. Also ich habe mein Abitur gemacht und habe danach dann direkt ein Studium angefangen, Bachelor of Education im Bereich Kosmetologie, also direkt auch Berufsschullehramt eben für den Kosmetikbereich, damit ich dann später Kosmetiker oder Friseure ausbilden kann. Habe mich dann allerdings erstmal in eine andere Richtung entwickelt und bin ja über meine Bachelorarbeit quasi zu einem Kosmetikunternehmen gekommen, wo ich dann Kosmetikprodukte hergestellt habe, also wirklich im Labor gearbeitet habe, was mich dann auch erst mehr interessiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin dann darüber in einen Master of Science gegangen, wo ich Kosmetikwissenschaft studiert habe, also sehr chemisch und biologisch und habe dann 2 Jahre noch in der Kosmetikindustrie gearbeitet und bin dann über einen Quereinstieg quasi hier zur Schule gekommen, habe aber auch dafür noch ein Friseurpraktikum und ein Jahr Pädagogik, eine Fortbildung in der Pädagogik gemacht. Ah, ja. Genau. Aber das ist wieder sehr schön und ich glaube auch für unsere Zuschauer interessant, weil diese Werdegänge müssen nicht gerade sein und das sind sie in der Regel auch. Ne? Und es ist nicht mehr so wie früher, ich lerne einen Beruf und den mache ich dann quasi den Rest meines Lebens, sondern ich denke auch für unsere Schüler ist es wichtig zu hören, wenn ich mich für jetzt für was entscheide, kann nachher das, was ich später mache, trotzdem was anderes sein, vielleicht was Artverwandtes, aber man entwickelt sich quasi auch, während man seine Ausbildung durchläuft oder eben im Berufsleben dann tätig ist, findet man vielleicht auch noch so sein Fleckchen in der Berufswelt, wo man sich dann wohlfühlt. Ne? Ja. Ja, klasse. Ja, gibt es was, wo Sie abschließend nochmal sagen wollen, das möchte ich hier nochmal besonders hervorheben, das muss nochmal betont werden, Erwähnung finden. Haben Sie da noch so einen Punkt, was Sie den Schülern vielleicht noch so mitgeben wollen? Also vielleicht sage ich einfach jetzt nochmal was zu meinem Bereich, weil ich glaube, die anderen habe ich auch so mit ganz gut abgedeckt. Ich würde mich total freuen, wenn sich auch mehr Menschen, also vielleicht auch die jungen Schüler, ich sage mal wirklich Schüler und nicht Schülerinnen, für den Kosmetikbereich oder sich trauen, dafür zu bewerben oder sich überhaupt mal darüber zu informieren, weil es ist tatsächlich so, dass es noch ein sehr weiblicher Bereich ist. Und ich es eigentlich schön finden würde, wenn dieser Bereich auch ein bisschen in Männerhand kommt. Ist ja im Friseurbereich auch schon sehr oft zu finden. Und ich fände es schön, wenn das im Kosmetikbereich auch irgendwo so ist. Insbesondere, weil wir eben immer mehr in diese medizinische Richtung gehen. Und ich glaube, dass es auch Männer sehr gut können. Und deswegen würde ich mich darüber freuen, wenn sich auch ein paar Schüler trauen, sich mal bei uns zu bewerben. Ja, super. Ja, das finde ich gut, weil das zeigt ja auch nochmal, dass eben auch die Schule offen dafür ist. Und das total, ist ja eben, genau. Ja, wir sind halt noch teilweise in so ein bisschen in diesem Rollenverständnis und das ist auch wichtig, dass man das aufbricht. Ne? Ja, super. Okay. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Und ja, wir da so einen Blick hinter die Kulissen werfen durften bei Ihnen und mal so ein bisschen reinhorchen. Ja, klasse. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, war sehr interessant und sehr spannend. An unsere sehr Zuschauer schön. Noch, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und wer Lust hat, schaut nochmal bitte wieder vorbei bei
www.chance-azubi.de. Hier gibt es eine Übersicht über unsere nächsten Let's Talk-Termine und wie immer dienstags gleiche Zeit. Also wer Lust hat, gerne wieder reinschauen. Wir freuen uns und in diesem Sinne vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.